Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und willkommen zurück zu Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Ja, auch, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, guckt nur, wir haben ja Besuch. Da waren wir stehen geblieben. Unsere Nala ist ja da. Jetzt verrate mir mal, warum ist denn die auf immer blau? Vor uns war sie noch grün. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und wir schauen jetzt mal, was die alle hier so durch die Bank weg machen. Unsere Lisa bleibt ja sowieso zu Hause. Die ist ja Nala ihr Ersatz. Genau. Ach so, Sarah. Was machst denn du hier draußen? Als allererstes werde ich diese Folge damit beginnen. Unsere kleine, ich weiß nicht, wie sie heißt, umzuschicht gestalten. Ja, genau, bin ich voll deiner Meinung. Wer bist denn du überhaupt? Wie heißt denn du? Ich weiß es gleich. Veronika. Veronika. Oh, guck mal hier. Wir machen erstmal die Haare, ne? Also, das geht ja gar nicht. Wollen wir was Niedliches machen? So? Zwei Zöpfe? Das ist total süß. Sag mal, deine Augenbrauen, die finde ich ja furchtbar. Furchtbar. Ja, die kleine Maus machen wir jetzt schnell zusammen. Das geht ja ratzefatze. Ja, ne, ja, ich... Die sieht gemein aus. Buschige Augenbraue. Ja. Ja, okay. Aber schon wieder schwarze Haare. Die haben alle schwarze Haare. Na gut. Ich würde gerne die zwei Zöpfchen lassen. Ich weiß gar nicht, ob mir irgendwelche... Oh, eben. Guckt mal. An den erkennt man kaum. Aber der ist voll niedlich. Den sieht man zwar auch kaum, aber das ist nicht so schön. Ja, ich mache raus. So. Ohrringsel. Ohrringsel. Das wird meine kleine Pinky-Prinzessin. Ich möchte eine kleine Pinky-Prinzessin. Ne, die sind zu groß. Sag mal hier. Zeig doch mal hier. Würdest du dich jetzt mal bitte... Und drehen. So viel zum Thema... Ja, doch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Kette dazu habe. Nö. Die habe ich natürlich nicht. Na, das ist nicht so schlimm. Augenfarbe. Augenfarbe. Ich muss meinen Block rausholen. Ich muss meinen Block rausholen. Wo habe ich schon das hingeschrieben? Ja, ich hab's. Veronika. Veronika, der Lenz ist da. Wir suchen mal nach schönen Augen. Grüne Augen hat sie übrigens. Und sie sieht aus, als hätte sie ja schon irgendwelche drinne. Oh, wie sie wo. Ich weiß nicht welche. Es ist ja wieder bloß ein Auge. Ist das auch wieder bloß ein Auge? Ne, das sind beide Augen. Ne, das geht eher ins Blau, ne? Bleib doch mal ruhig stehen, du Zappel-Philipp. Die finde ich schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
24. von Praline Nummer 135. So. Ja, das war klar. Müssen wir jetzt erstmal überall reinmöbeln hier. Sonst wird das nix. Muss ja wenigstens überall gleich aussehen. Oh, hier hat sich ein Rosa an. Hi? Ja, das wird meine rosa Prinzessin. Ich will auch mal eine rosa Prinzessin haben. Oh ne, das hier. Ohrringe. Einhörner. So. Wenn sie schlafen geht, dann machen wir die Ohrringe raus. Ausgekleidung, machen wir die Ohrringe wieder rein. Was rein? Schwimmen. Und können wir sie eigentlich auch drin lassen, oder? Blub. War keine so. Ja, du bist ein Held. So. Und wenn es kalt ist, dann gucken wir mal. Wir machen sie erstmal rein. Und schauen dann. Huch, da wollte ich gar nicht rein. Bekleidung. Ziehen wir dem Mausi eine Kleid an? Ist niedlich, ne? Ich bin mir unschlüssig. Wir könnten auch ein total süßes Oberteil nehmen. In rosa. Sowas zum Beispiel. Oder der hier. Der ist auch. Der ist total niedlich. Und das eine schöne Hose oder einen kurzen Rock. Einen schicken Rock, einen kurzen schicken Rock, so wollte ich das sagen. Oder so. So ist auch niedlich. Ja, ich lasse das so. Jetzt brauchen wir bloß noch Schuhe dazu. Nicht unbedingt Winterschuhe, das wäre doof. Hihi. Gefällt mir. So. Und die kleine Maus kriegt natürlich bunte Fingernägel. So. Ah, na. Machen wir gleich nochmal die bunten Fingernägelchen. Ausgehkleidung. Fangen wir mal ein Kleid an. Das möchte ich haben. Oder das? Ja. Es sieht eher aus wie ein Bonbon. Nee, ich nehme das. Gibt es denn sowas wie Armbänder? Nee. Strumpfhose? In Rosa? Sieht so scheiße aus. Gut. Schlafzeug. Ja, das muss sein. Das ist Standard. Wir ziehen keine Schuhe an zum Schlafzeug. Nein, nein.
Du ziehst das als Schlafzeug. Oder das? Oder den? Oh ne, da geht nicht. Gut, muss ich mir merken. Das merke ich mir sowieso nicht. Ich glaube, den hatte schon jemand, aber es... Ich nehme den, der ist niedlich. So. Da haben wir das. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich würde das Zucker schon so lassen. Ich würde jetzt bloß die Schuhe ändern wollen. In die. Und die Fingernägel lackieren. So. Und ansonsten würde ich das schon so lassen. Das ist toll. Fingernägel. Gucken wir mal. Oh. Der ist cool. Den nehmen wir. So, wenn es warm draußen ist, können wir schon was Kurzes anziehen. Mir gefällt das Set. Aber nicht so. Obwohl das eigentlich, ne? Aber ich fand das niedlich. Das ist so süß. So richtig meine rosa Prinzessin kriege ich ja nicht hin. Der Rock ist cool. Aber so ein bisschen. Es geht in die richtige Richtung. Ich würde den Rock nehmen. Und ja, ganz hell. Oder? Dunkel? Ja, doch, so, ja. So ist okay. Schuhe. Schnucki-Pups. Kriegst solche Schuhe. Passt auch zu dem Rest. Müssen wir uns die Fingernägel noch machen. So. Du hast zwar Handschuhe auf, aber wir wissen ja nicht, was wir noch mit dir machen. So, weil ich hätte gerne sowas. Das ist so niedlich. Das ist so niedlich. Doch, so wird ich's. So, lass mal das. So wird das. Haben wir vielleicht noch eine schicke Mütze? Ah, eine Mütze? Ja, das Rosa ist aber zu rosa. Oder wir nehmen sie in Schwarz. Würde ich eher die nehmen. Haben wir fertig. Veronika ist fertig.
Pams. Sehr schön. Veronika, was machst denn du überhaupt? Du bist am Baum. Keiner weiß warum. Du brauchst Aufmerksamkeit. Komm mal her, mein Mäuschen. Rösten. Und dann kannst du. Lustige Geschichte erzählen. Und Veronika ist weder müde noch irgendwas anderes. Danach tust du beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Veronika. So, du gehst ins Bett. Du jetzt auch, genau. Du auch? Ach, die anderen sind alle im Bett. Außer. Ach, der hat Hunger. Ist okay. Immer iss. Ein Kind, immer iss. Oh nein, wieso bist du jetzt rot? Nala! Mal. Mach dich raus dort. So, was mache ich denn jetzt mit dir, Schnuggibutz? Du könntest mal hier hingehen. So. Du fühlst dich unwohl. Seit wann können Geister Kopfschmerzen haben? So. Geht ja weiter. Was machst du jetzt? Solltest du nicht das Kindchen auf den Topf setzen? Komm mal hierher. Hier hinsitzen. Na, Veronika, kommst du jetzt? Du sollst Veronikas Töpfchen gehen beibringen. Mädel! Lisa, los! Ich bin ein bisschen geschockt, dass du einfach hier sitzt, als wäre. Who we know?
Du gehst aufs Töpfchen, Fräulein. Oh Gott, hätte sie allein machen können. Das hätte sie ja allein machen können. Na tolle Wurst. So, Hossi. Na, Schnucki putzt uns jetzt auf Klo und du musst dann erstmal ins Bett gehen. Tanzen? Nee, du gehst dann erstmal eine Stunde schlafen. Wäre du dollste. Toll. So. Guten Morgen, Sarah. Fühlt sich unwohl. Yabbehorn Brab. Janisage. Na, geh jetzt mal was essen, genau. Reagieren tun die überhaupt nicht, dass zu ihrer Mutter rumsteht, ne? Das ist. Die ignoriert's völlig. Respekt, Sarah. Respekt. So, ihr Lieben, ich würde an der Stelle aber den Pod beenden und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge Die Sims 4, die 100-Baby-Challenge. Bis dahin. Ciao.